Surprise! Happy birthday, Eve! Feel free to enjoy some cake and open your present. Thanks for being a good friend. You can just use that ladder behind me to leave. Wow, Tim is such a wonderful blog. It's a shame he has no more friends left to come to the party. I hope you have a great birthday. Okay. I wonder what's inside. You should break it open with your sword. Oh. Nice. How did Tim know? Keine Ahnung. Er uns beobachtet. Ein bisschen creepy. Aber hey, was ist das nicht in diesem Spiel? Ja, gehen wir mal hoch. Birthday is such a crazy concept. A whole day just to celebrate one special person who gets adored with gifts, attention and good memories. That's what I want for you. I want every day to feel like your birthday while you're with me. I'm going to make sure you love every bit of our game as much as you love me. So, ich glaube, wir sollten uns mal so langsam healen. Ich habe halt das Gefühl, ich bin nicht die großartigste Person. Yes. Da geht's uns wieder gut. Ach so, da sind wir. Okay, da sind wir hergekommen. Die Leiter ist anscheinend dann woanders gespawnt. Ah ja, okay, wir sind direkt hier rausgekommen wieder. Das heißt, jetzt müssten oben noch ein paar Sachen sein. Unten waren wir jetzt ja schon. Oh, das hier sieht zu leicht aus. Watch out, you almost stepped on me. Just because I'm so tiny and hardly visible doesn't mean you can just waltz around. I could have died, like actually died. Well, anyways, I can't let you pass to Isla's kid. Unless you can answer three of my riddles. Yes, for it is I, the famous Ribbus, the mysterious. I'll give you a moment to mentally prepare yourself. Alright, it's time to begin the riddling. If you want to save that kid behind me, riddle me this. Jack's father has three sons. Snap, Crackle, and... Snap, Crackle, and what? Die Sache ist, wenn das jetzt halt irgendwelche englischen Sprichwörter sind, dann kenne ich die halt nicht zwingend. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Snap, Crackle. I don't know. Wrong! Come back when you know the right answer. Which will be never! Lass mich vorbei! No. Okay, wird wahrscheinlich irgendwo eine Notiz oder so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach so wissen soll. Die Entwickler müssen ja wissen, dass nicht nur Leute, die... ja, so klug sind und das wissen, das Spiel spielen. I really hope we can save Alice's kids. She just feels so alone without them. That must be scary being alone. Also haben wir hier irgendwas. Wieder ein von denen. Oh, und noch mehr von denen. Okay, ja, wir müssen deutlich früher blocken. Naja. Zumindest habe ich es probiert. So, du machst wieder die Splash Zone auf den hier.
weil du damit alle so ein bisschen triffst. Jawohl. Butterflies appear in Mentoring Warrior's stomach and are trying to eat their way out. They will now take damage for a few turns. Don't let this adventure scare you, they're nothing compared to us Blugs. So, Cord Slap. Viel Spaß damit. Now I might have to join you on your next adventure. Au. Achso, ich habe gedacht, da kommt noch was zurück. You're all just a bunch of forks. Alrighty. Dann geben wir dir jetzt mal ein bisschen Spaß. Okay, that was actually pretty neat. Okay, I can't lie anymore. You're just too cool. My eyes have really been opened. Ja, du kannst mal ausruhen. Wir kriegen jetzt sowieso nochmal aufs Maul, das ist klar. Ah, okay, wir haben noch ein Damage bekommen, aber wir konnten zwei Sachen blocken. So. Ja, du kannst von mir aus nochmal die Splash Zone machen. Ich meine, die macht jetzt ja nicht so super viel Damage, aber besser als gar nichts. Ah, this fight is just ever so talented. Well, they seemed nice. You should try slashing this one in the back. You get to attack first if you hit them before the encounter. Okay. We need to fight. Blugs only. Sorry. Wir geben dem erstmal aufs Maul. Oh, nice. Just die. Sorry, I didn't mean that. So, Splash Zone auf dich. Blugs are cool, you are not. Sorry, that was mean. Wie er sich jetzt schon entschuldigt. I wish I wasn't as insecure about my face. There, I said it. Okay, er geht auf den guten Phony. Nice, das haben wir geblockt. Mist. Ah, der geht auf mich. Ah, Mist, das ist der, der so schnell attackiert schon. Ah, nee, wir können es nicht ausruhen. Würde tatsächlich aber sagen, wir gehen mal auf den hier. Machen hier so einen Angriff. Du machst wieder den Splash Zone, vielleicht reicht das ja schon. Bitte. Ja, you seem confident. It's contagious. Now I feel confident. I'm going to leave now. Goodbye. Genau das habe ich nämlich gehofft. Dann mal hier ein Cord Slap auf den, dann ist der glaube ich auch schon raus. I guess I'm going home starving again. But at least I made a friend today. Nice, das haben wir auch abgeblockt. Wir ruhen uns tatsächlich mal aus. Du machst die Splash Zone auf den hier. Du machst einen Cord Slap auf den hier. Maybe this adventure isn't so bad after all. Well, I'm off, bye. Good job, they're never going to forget us. Aber was haben wir hier? Hand tucks on your shoulder. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten. Oh, können wir da vielleicht was ausgraben? Habe ich ganz vergessen. Schaufel mit K. And dig and find nothing. You dig and find nothing? Invalid data has been found. File now available in documents folder. Oh nein! Wenn ich das gewusst hätte, wir müssen nochmal auf jeden Fall zurück.
Es gibt anscheinend Easter Eggs, die wir irgendwo ausgraben können. Die brauchen wir. Aber erstmal würde ich sagen, wir kämpfen ein bisschen weiter. Die Teile attacken echt ziemlich schnell. Stealing Isla's children was like taking us. Except the candy was the baby, okay? This is confusing, let's just fight. Fuck. Ah, zweimal blocken. Besser als gar nicht. So. Du kriegst als erstes aufs Maul. Und du hast verdient. You really think you can defeat me? I can literally do magic. It's pretty rad. Ist mir egal, was du kannst. Wir machen dich fertig. So. I made you do that. I'm controlling your mind right now. Das bezweifle ich sehr. I really don't know how you did that, but I'm still more talented. Das glaubst aber auch nur du. Ah, Mist. Die Dinger sind echt so schlecht berechenbar. Ein bisschen Damage haben wir dann noch bekommen. Okay, yeah, that one's done a bit. But like in a good way. Warum alle auf Phony? Fuck. Wir haben schon wieder nur einen Teil davon blocken können. I didn't realize how talented you were. Wow, you're just a kid. I'm off to practice more magic and stuff. Shoot me an email if you want. Was? Ja. Du ruhst dich mal aus ein bisschen. Nice. So, man wird einen Sword Dash auf den hier. Du machst wieder eine Splash Zone auf den hier. Dann sollte der sogar schon raus sein, oder? Vielleicht noch eine Runde. At over, great job. Nice. Du nimmst nochmal eine Auszeit. So, machst nochmal einen Sword Dash. Ja, vielleicht hätte ich ihm nicht eine Auszeit gönnen sollen. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Oder? Lux rule, but not as much as you. Oh, das hat gereicht. Glück gehabt. I can't imagine losing someone so close to you. Someone who is your world and your reason to wake up every day. You might never see them again. You would live your whole life without them. That thought is terrifying. I'm glad we have each other, so I don't have to think about that. So, jetzt ist aber tatsächlich die letzte Sache, die wir machen müssen. Hier drüben dieses Rätsel. Und da ist echt kein... ja, kleiner Tipp hier. Das ist nicht gut. Ah. Wisst ihr vielleicht was? This place reminds me. You would love my black soup. Black soup. Pony, du vielleicht? Even I don't have connections out here, so we better be careful. Snap, crackle and... Snap, crackle and...
immer noch keine Ahnung. Ich weiß, was Snap und Crackle bedeuten, aber was bin ich für ein Vollidiot? Jacks Father has 3 sons. Snap, Crackle and... Was bin ich für ein Vollidiot? Jack! Gott. Dass ich das halt wirklich nicht vorher realisiert habe. Oh, das ist doch so ein... Let's do something a bit harder since you're so good at riddles. Ja, merkt man. How many of Isla's children have recaptured? Oh. Wow, I see you're an expert. But no expert has ever made it past my final question. Countless have tried and failed, and you will join them soon. Okay, here we go. What am I thinking of right now? Me. What the heck? How did you know? This is crazy. You really have proven yourself to be an expert of riddles. You have bested me, stranger. I owe you that, kid, don't I? Alright, go on. I'm actually quite astonished by you. You're just so smart and talented. No one has ever gotten that last question correct. I can't wait to tell my friends about this. I'll have to make my riddles and questions even more, even harder for the next time we see each other. You're such a riddle master, Ys. Danke. Hey, sorry to interrupt, but I need to ask you something. You won't ever leave me, right? Actually, in my mind. Sorry, my thoughts are kind of spilling out. You don't have to worry about me. As long as we stay together, nothing can tear us apart. Anyways, I think that was the last of them. Let's get back to Isla. Ja, gleich, aber ich würde tatsächlich noch mal ein bisschen zurückgehen und schauen, dass wir diese Sachen ausgraben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viele halt davon existieren. Falls es zu viele sind, werde ich euch da wahrscheinlich eine Timelapse draus machen. Da haben wir das eine Teil. K. Invalidator, nice. Könnt ihr mich bitte... Danke. Wie gesagt, falls es zu viele von diesen Dingern sind, weil ich werde jetzt halt wahrscheinlich nochmal über die ganze Map gehen, ja, dann werde ich halt es euch zu einer Timelapse machen und euch dann halt immer die Stellen wieder langsam machen, an denen wir halt die Dinger finden. Und den Rest werde ich euch dann halt ein bisschen schneller machen, sodass ihr das ohne Probleme nachverfolgen könnt, aber es halt nicht die, was weiß ich, halbe Stunde, Stunde dauert. Die es wahrscheinlich dauern kann, zumindest. Ob es so lange dauern wird, ist eine andere Sache. Okay, da kommen wir nicht rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Können wir eigentlich noch mit anderen Leuten reden? Hello again, I hope you're staying safe. Keep an eye out for bugs. I hear they can be quite tough. Okay. Wie gesagt, ich möchte nur sicher gehen, dass hier nicht irgendwo noch ein paar von diesen Dingern sind. Nicht rein. Gut zu wissen. Kann jetzt natürlich auch sein, dass ich das jetzt komplett for no reason mache und überhaupt keine von den Dingern noch irgendwo hier sind. Aber ich will halt jetzt nicht riskieren, dass wir ein paar von denen übersehen, wenn wir sowieso schon alle Quests hier im Spiel gemacht haben. Bis auf halt die Final Quest. Dann will ich halt jetzt nicht an so einer Stelle, wo wir jetzt rausgefunden haben, ja, das ist das, was wir machen müssen. Jetzt sagen, ja, nee, dann lassen wir das. Okay. So, gehen wir mal da rein. Wow, looks like Word of Toots Tonic got around. Nice.
Welcome back to Toots Tavern. Feel free to hang out and enjoy the tavern ambience. Ribbit? 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 Okay. Rolf, bei ihm. So, was haben wir hier sonst noch so? Dich, aber du wolltest ja auch eben nicht mit mir reden. Sieht halt vielleicht so aus, als hätten wir schon alle von den Dingern. Aber ich will wirklich sicher gehen. Konnte, da konnten wir doch auch irgendwo rein. Okay, nein. Können wir noch bei Phony rein? Jawohl. Was sagt Phony, wenn wir jetzt mit ihm reden? This place has too much furniture for my liking. Schön. Schön, dass sie da so ein Easter Egg eingebaut haben noch. Okay, da will auch niemand aufmachen. Schade. Und ja, ich bleib wirklich detailliert. Wir schauen uns hier um und wir gehen auch noch mal kurz nach Hause und gucken, ob dort irgendwas ist. Hier kommen wir nicht weiter mehr, glaube ich. Nee. Ich will nichts außer Frage lassen. Ja. Yep. Nicht, dass irgendwas vergessen wird. Oh, die kommen sogar mit. So, ist hier irgendwo etwas? Ich erinnere mich zwar an keins von den Dingern, aber es heißt ja nichts. Nicht immer so ein gutes Erinnerungsvermögen. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass ich eins von denen übersehen habe. Aber eine Sache, an die ich mich erinnere, ist der zweite Tunnel. Und da kommen wir gar nicht mehr hin, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe den da oben noch. Der ist da hinten, aber wir kommen da nicht hin, ne? Nee. Ne, ihr seht da drüben, na, wenn wir hier so hingehen, da ist ein zweiter Tunnel. Aber wir kommen nicht da rein. Er hat den Weg verbaut aus irgendeinem Grund. Weiß nicht, ob wir es noch rausfinden werden, aber ich kann es mir vorstellen. Okay, ich habe mich aber geirrt, hier war nichts mehr. Ich meine, wir können natürlich auch noch reingehen, aber ich bin mir recht sicher, dass wir drin nichts hatten. Ja. Gut, und da in die Chat müssen wir jetzt auch nicht mehr rein. Da war auf jeden Fall nichts. Das heißt, wir sollten zumindest... Das ist... wir sollten zumindest von den Sachen, die wir bisher bekommen können, die wir ausgraben können, alle haben. So, schauen wir nochmal da oben vorbei. Dauert ja jetzt nicht so lange. Das ist ja das Gute, die Wege sind nicht so super ewig. Wir sind hier ja nicht in WoW oder so. Mit einer gigantischen Welt, die so groß ist, dass man sie sowieso niemals erkunden kann ganz. Mag's auch, wie die Augen so schön blau leuchten. Ist alles schon ganz schön gemacht.
So, The Bloodlands. Was haben wir hier? So, dir geht's jetzt wieder gut. Hello, Adventurer. Thanks to you, I can finally see again and my babies are safe. As promised, I can take you across the water to the town known as Marcusville. Are you ready to travel across the water, Ys? Yes. Okay, don't forget to hold your breath. Sekunde, Marcusville. Ist das, weil immer noch wegen den Freundnamen, die man ganz am Anfang mal eingegeben hat, dass die Städte so heißen? Sehe ich das richtig? Weil die Schreibweise ist halt wirklich auch genauso.